Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge Katawa Chojo und wir sind immer noch am Schulfest. Es ist leicht abends geworden und wir haben mit Lilly zusammen die Hanako in der Bücherei abgeholt und verbringen jetzt sozusagen den Rest des Schulfests zusammen. Ich habe Getränke geholt und mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Es sind nicht viele außer uns hier. Die meisten Besucher sind nun entweder beim Sportplatz, wo das Feuerwerk gezündet werden soll, oder auf dem Hügel, um eine bessere Aussicht zu haben. Willkommen zurück, Isao. Ihre Ohren sind sehr gut. Ich bin noch gar nicht wirklich in der Nähe. Nicht einmal Hanako hat mich bemerkt. Bitte sehr, tut mir leid, dass es Pulvertee ist, aber richtigen hatten sie nicht mehr. Hanako nimmt vorsichtig den Becher aus meiner rechten Hand. Den anderen reiche ich Lilly, die mir ihre Hände entgegenstreckt. Hat dir das Fest also gefallen, Isao? Ja, es hat Spaß gemacht. Eine ehrliche Antwort. Das Essen war zwar eher unterdurchschnittlich, aber ich hatte trotzdem eine Menge Spaß, besonders mit Hanako und Lilly, weil ich Misha und Shizune komplett abgeschossen habe. Yeah, nie wieder. Ist echt so, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die beiden haben sich sogar mehr amüsiert als ich. Wenn sie mit Lilly und mir zusammen ist, kann Hanako zumindest so weit aus sich herausgehen, dass sie ein wenig Spaß haben kann. Wow, chill, Alter. Greift Korea an oder was ist hier los? Während wir auf der Bank sitzen und trinken, pfeift die erste Rakete des Feuerwerks gen Himmel und läutet mit einem leuchtenden blauen Funkenregen das Ende des Schulfests an. Echt schöne Szene. Enthusiastische Rufe erklingen von den Menschen, die über das Schulgelände verstreut sind. Hanako und ich beobachten das Feuerwerk, während Lilly mit geschlossenen Augen und entspanntem Gesichtsausdruck zuhört. Rot, grün, gelb, sternförmig gemustert, alle möglichen Formen und Farben füllen die Luft und tanzen über dem Nachthimmel. Da, wo ich herkomme, gab es nie so verschwenderische Feuerwerke. Feste wie dieses gehören in Großstädten der Vergangenheit an. Mir mit den beiden so etwas Schönes anzusehen, ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so glücklich wie jetzt. Also, das war es dann. Das Schulfest geht zu Ende. Ja. Sie seufzt sanft und wehmütig. So sehr ich mich auch über unsere ganzen Pflichten beschwert habe, ist es doch traurig, dass wir unseren Abschluss vor dem nächsten Schulfest machen werden. Wow. Achso. Ich stelle mich neben Lilly und lege ihr sanft eine Hand auf die Schulter. Oh. Sei nicht traurig, dieses Jahr folgt doch noch auch noch Tanabata, nicht wahr? Du hast recht, es wäre schön, wenn wir zusammen dorthin gehen könnten. Minutenlang schweigen wir, nur die Explosionen des Feuerwerks sind zu hören. Wenn ich die beiden sehe, erinnert mich das an den Rat, den Lilly mir gegeben hat, als wir zusammen in der Stadt unterwegs waren. Freue dich über die Gelegenheit, neue Freunde zu finden. Hey, Lilly. Sie neigt ihren Kopf leicht, um zu zeigen, dass sie mich gehört hat. Hanakos Blick ist immer noch auf das bunte Feuerwerk am Firmament fixiert, weil sie eine Pyromanin ist und deswegen diese Verbrennungen hat. Sie versucht dem Drang des Wahns zu widerstehen. Hättest du etwas dagegen, wenn ich ab und zu mit euch Tee trinke? Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist Antwort genug. Es wäre mir ein Vergnügen, Sao. Nicht schlecht. Katawa Chojo. Oh, ach du Scheiße. Ja, geil. Ja, cool. Dann ist das Ende vom ersten Akt von Katawa Chojo. Es hat mich persönlich richtig heiß gemacht auf mehr. Und ihr wisst ja, leider sind die anderen Akte der anderen Kapitel noch nicht auf Deutsch raus. Und darauf werde ich aber warten und werde mich schlau machen, wann diese denn kommen werden. Es war eine für mich ganz neue und interessante Spielerfahrung, mal etwas zu spielen, wo man aktiv nicht unbedingt viel machen kann, sondern eher durch eine Story geleitet wird, mit der ein oder anderen Hürde halt, die man nehmen hätte können, um dann eine andere Gelegenheit zu bekommen. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr dabei wart, dieses kleine Spiel hier mit mir auszuprobieren und zu erleben. In der nächsten Zeit, also wenn ihr das jetzt seht, wird wahrscheinlich heute noch, wenn ihr aktuell bleibt und seid, nee, warte mal, stopp.
Quatsch. Nein, das stimmt gar nicht. Vergesst das wieder. Ich freue mich einfach, dass ihr dabei wart. Ich war ganz woanders. Ich war ganz woanders. Ich hoffe, euch hat Katawa Chojo gefallen. Ich weiß, es ist nur eine sehr, sehr, sehr kurze Folge jetzt gewesen. Ich guck mal, ob ich hier irgendwelche Extras habe. Eine Jukebox, eine Galerie. Was haben wir denn da so? Da haben wir hier... Ah, den Panty-Shot haben wir natürlich... Den haben wir natürlich aufgenommen. Warum auch nicht? Es fehlen irgendwie drei Bilder. Komisch. Bibliothek. Da sind also... Lilly. Versprechen der Zeit. Achso. Ah, Spielstand. 64% habe ich nur gemacht? Wie habe ich das denn geschafft? Kino. Ich muss mal eben reingucken. Wir gucken mal eben, was es hier noch so gibt. Okay. Okay, das ist wahrscheinlich diese Anfangsszene. Warum haben wir... Also wir haben auf jeden Fall Lilly geschafft und wir haben 64% der Hauptstory geschafft. Keine Ahnung warum oder warum nicht. Wenn ihr da irgendwelche Tipps zu habt, dann könnt ihr mir ja Bescheid sagen. Sonst bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir und würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier spricht Ustra. Bis dahin, ciao.